Wir gehen ins nächste Video und zwar die dunkle Wahrheit über Leni Klum. Das Video wurde mir vorgeschlagen und ich dachte mir, okay, neues Video von Wissenswert. Und ich habe schon echt viel Schlimmes über Leni Klum bzw. Heidi Klum etc. gehört. Und deswegen bin ich echt gespannt, was in dem Video so kommt. Ich kann mir vorstellen, dass viel darauf abgeht, dass einfach die Tochter theoretisch einfach in die Fußstapfen der Mutter treten muss, obwohl sie das vielleicht gar nicht will. Ich sage euch ehrlich, auch wenn es bei der vielleicht läuft oder so, ich würde es nicht gerne haben, dass ich theoretisch dasselbe machen muss wie ein Familienmitglied, nur um halt bekannt zu sein. Genau, wir springen ins Video. Wir fackeln nicht lang, let's go. Leni Klum ist gerade einmal seit letztem Jahr als Model aktiv und dennoch kann sie jetzt schon auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Aber möchte die junge Frau überhaupt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi Klum treten oder wird sie mit eiskaltem Kalkül als Marke aufgebaut, um das Familienimperium weiterzuführen? Heute zeigen wir euch die schockierende Wahrheit über Heidi Klums Tochter. Ihr erfahrt auch, wie Leni aufwuchs und warum sie so lange von der Öffentlichkeit abgeschirmt wurde. Es wird also spannend. Deshalb bleibt dran. Hier bei Wissenswert. Ist das eine neue Stimme von Wissenswert? Oder bin ich dumm? Beginnen wir unseren Einblick in das Leben von Leni Klum ganz am Anfang, nämlich bei ihrer Geburt und einem Vorfall, der ihre Mutter und sie zunächst alleine dastehen ließ. Denn kurz bevor Leni am 4. Mai 2004 zur Welt kam, verließ ihr Vater Flavio Briatore ihre Mutter. Insgesamt dauerte es ganze 7 Jahre, bis Leni ihren leiblichen Vater überhaupt zum ersten Mal traf. Kaum geboren saugte Leni das Modelleben auch schon mit der Muttermilch auf. Das ist übrigens wortwörtlich zu verstehen, denn tatsächlich arbeitete ihre Mutter nicht nur als Model, sondern nahm Leni im Kleinkindalter schon mit auf Aufträge. Das finde ich so belastend einfach nur. Weil, weiß nicht, wenn ich einen Sohn hätte und sage mal, ich würde jetzt durch Streams oder so davon leben oder durch Content Creation, würde ich das Kind niemals mit in die Videos nehmen. Also nicht als Hauptfaktor. Wenn es im Vlog dabei ist, keine Ahnung, dann wäre das was anderes vielleicht. Oder wenn es im Stream mal das Kind reinrennt und man sie sehen sollte. Das, egal. So. Aber als wirklich so aktiven Teil damit reinnehmen, das sollte jedes Kind selber entscheiden können. WTF, also ich finde, jedes Lebewesen hat so ein bisschen, oder hat selber, soll selber entscheiden können, was es haben will. Meiner Meinung nach. Deswegen finde ich sowas echt schrecklich. Ich kann auch sowas nicht verstehen, die ihre Kinder, die recht jung sind, schon zu irgendwelchen Kindermodel-Dinger bringen. Und was weiß ich. Damit versaut ihr doch einfach nur eure Kinder. No front. Aber ist nur meine Meinung. Deswegen gehen wir einfach weiter. Und stillte sie sogar an Sets. Und so kam das Mädchen schon von klein auf mit der Modebranche und dem harten Leben hinter den Kulissen in Berührung. Da Heidi Klum ein regelrechter Workaholic war und immer zur gleichen Zeit an verschiedenen TV-Projekten, Shootings und Modelkampagnen arbeitete, waren ihre Kinder es gewohnt, ihre Zeit in Studios oder hinter... Der hat auch noch einen Sohn? Ich wusste nur von der Tochter, okay. ...da Bühnen zu verbringen. Als Leni 5 Jahre alt war, erhielt sie auch erstmals eine richtige Vaterfigur, da der Sänger Seal sie adoptierte. Zum ersten Mal in ihrem Leben führte Leni zusammen mit ihren Geschwistern und ihren Eltern ein recht gewöhnliches Familienleben, bis es dann 3 Jahre später bereits wieder zu einer Trennung kam. Diese Zeit war für Leni vermutlich besonders schwierig, da Heidi und Seal nach der Trennung in Sachen Erziehung kein gutes Team waren, wie der Sänger später erzählte. Während Leni zu ihrem leiblichen Vater Flavio Briatore
Gladiatore nur sehr sporadisch und nicht mehr als zweimal jährlich Kontakt hatte, wuchs sie nun größtenteils bei Heidi auf und sah auch ihren Adoptivvater Seal nicht allzu häufig, obwohl er und Heidi sich das Sorgerecht teilten. Dieser Umstand führte immer wieder zu Konflikten und gipfelte sogar in einem gerichtlichen Streit. Heidi wollte nämlich mit Leni und ihren Geschwistern von den USA nach Deutschland ziehen und der Sänger Seal wollte dies nicht akzeptieren. Generell musste in dieser Zeit laut Seal alles nach Heidis Willen ablaufen und so wurde Leni fast ausschließlich von ihrer Mutter erzogen. Da Heidi Klum als berühmtes Model im Rampenlicht stand, wuchs auch Leni schon fast von Kindesbeinen an damit auf, dass sie auf der Straße von dreisten Paparazzi fotografiert und von Personenschützern bewacht wurde. Heidi tat zunächst alles, um das Mädchen von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Ich finde das so schlimm. Stell dir mal vor, dein Kind muss einfach mit Personenschützern. Du musst Personenschützer anheuern, um dein Kind zu schützen. Ey, das ist so schlimm. So setzte sie beispielsweise sogar durch, dass Paparazzi-Fotos von Leni als Kind in Deutschland nur verpixelt gezeigt werden durften und schaffte es tatsächlich, dass man Lenis Gesicht bis zu ihrem 16. Geburtstag nie vollständig auf Bildern oder in Videos sah. Das finde ich aber sehr gut. Wenn man schon in der Öffentlichkeit steht und dann Bilder mit den Kindern veröffentlicht werden, dann pixelt doch wenigstens die Kinder, die können doch nichts dafür. Kindheitsbilder von ihr, die ihr in diesem Video seht, wurden erst nachträglich veröffentlicht. Obwohl Leni schon als Kind Interesse am Modelberuf ihrer Mutter zeigte und es für sie auch schon mit 12 Jahren eine Anfrage eines Markenherstellers für ein Shooting gab, erlaubte Heidi ihrer Tochter jedoch lange nicht in diesem Bereich aktiv zu werden. Kritiker vermuteten damals, dass Heidi dies tat, um selbst alleine im Rampenlicht stehen zu können. Denn obwohl Leni sogar darum bettelte, modeln zu dürfen, lehnte ihre Mutter dies streng ab. Das Mädchen wurde von Heidi auch generell mit viel Disziplin erzogen, wobei diese vor allem auf eine gesunde Ernährung ihrer Tochter Wert legte. Als Supermodel mit Topmaßen lebte Heidi schließlich selbst von ihrem äußeren Erscheinungsbild und so gab es auch für Leni jeden Morgen um Punkt 7 Heidis Gemüsesmoothies. Taschengeld. Ins Sparschwein erhielten Leni und ihre Geschwister nur, wenn sie diesen brav tranken. Ebenfalls galt im Hause Klum stets die Regel, dass jeder immer cool gekleidet sein muss, da Heidi Wert auf guten Style legte. Allen Kindern und somit auch Leni, der ältesten Tochter, wurden bis zum 16. Lebensjahr sogar verboten, einen eigenen Instagram-Account zu besitzen. Dann jedoch sollte sich auf einmal alles radikal ändern. Heidi beschloss nämlich, dass Leni nun alt genug war, um in die Öffentlichkeit zu gehen und selbst als Model aktiv zu werden. Da auch Heidis Karriere von ihrem eigenen Vater und ihr sehr straff organisiert wurde, wurde auch bei Lenis Einführung in den Modelkosmos natürlich nichts dem Zufall überlassen. Anfang 2020 ging nämlich erst einmal Lenis eigener Instagram-Account online und sorgte direkt zum Start für viel Aufmerksamkeit. Sie entschied sich nämlich dazu, obwohl sie noch minderjährig war, ein Foto zu veröffentlichen, in dem sie äußerst freizügige Einblicke gibt. WTF? Okay. Wow. Bild wurde im Internet direkt heftig diskutiert und plötzlich berichteten auch etablierte Medien über das anzügliche Insta-Selfie. Manche sahen darin eiskaltes Kalkül, denn dass Minderjährige freizügig dargestellt werden, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist keine Seltenheit in der Modelbranche. Auch Heidi Klum selbst postet immer wieder freizügige Fotos und erhält dadurch nicht selten viel kostenlose Publicity. Im Dezember 2020 organisierte Heidi dann auch ein erstes gemeinsames Fotoshooting mit Leni und brachte die beiden zusammen auf das Cover der weltberühmten Vogue, was quasi den offiziellen Startschuss für Lenis eigene Modelkarriere bedeutet. Ey, ich finde es krass, jeder kennt die Vogue oder generell so oder Forbes, generell so Riesenmagazine kennt jeder, aber ich kenne keinen, der sich irgendwann mal so eins gekauft hat. WTF, wie verdienen die denn Geld? Dabei ist die Modelwelt auch für erwachsene Frauen bereits ein hartes Business, bei dem es ausschließlich um oberflächliche Dinge wie das Aussehen und die Körperform geht. Aus diesem Grund zeigte sich Lenis Adoptivvater Seal davon auch äußerst wenig begeistert und warnte sogar eindringlich davor, dass Leni einen gefährlichen Weg einschlage. Viele Models zerbrechen regelrecht am immensen Druck und den teils unmenschlichen Arbeitsbedingungen bei dem Versuch, als Topmodel Fuß zu fassen, weil sie nicht damit
damit klarkommen, dass sie nur mit perfektem Körper überhaupt eine Chance haben. Dies hielt Heidi aber nicht davon ab, ihre Tochter nun systematisch zum Star aufzubauen, wie es ihr Vater auch schon bei ihr getan hatte. Und so bekam Leni schon in kürzester Zeit Aufträge von großen Marken und lief bei renommierten Modeschauen über den Laufsteg, was ihr laut eigener Aussage auch Freude bereitete. Oh, ich kann mir vorstellen, dass es so ein Krampf sein muss. Vor allem deine Mutter ist halt einfach, der hat da Erfolg drin und die will natürlich, dass du genauso viel Erfolg hast. Das muss so ein Druck für dich sein, heilige Scheiße. Ob sie dies auch wirklich so empfand oder vielmehr nur unbedingt ihrer Mutter nacheifern wollte, um Aufmerksamkeit von dieser zu bekommen, ist allerdings nicht bekannt. Denn auch wenn Leni nun erwachsen ist und selbst als Model arbeitet, hat ihre berühmte Mutter in vielen Dingen noch die Zügel in der Hand. Als Leni sich beispielsweise im Mund tätowieren lassen wollte, gefiel Heidi das so gar nicht. Stattdessen sorgt Heidi Klum dank ihrer hohen Position in der Modewelt dafür, dass Lenis Karriere wie geplant verlaufen kann. Tatsächlich ist Leni mit einer Größe von 1,86 Meter nämlich eigentlich für viele Modeljobs zu klein. Vor allem, er sagt 1,86 Meter, steht aber 1,68 da. Und mit 1,86 ist man ja nicht zu klein. Aha! Fehler. Und auch der Chef der renommierten Agentur MGM Models kritisierte, dass sie zwar hübsch sei, aber nicht als Topmodel tauge. Diese Beschränkungen scheinen allerdings nicht zu gelten, wenn man die Tochter von Heidi Klum ist. Und auch sonst sorgt Heidi als regelrechte Helikoptermutter mit ihren Kontakten dafür, dass Leni groß Karriere macht. Vorgesehen war diese Zukunft nämlich vermutlich schon, als sie noch ein Kind war. Denn tatsächlich hat sich Günther Klum, Heidis Vater und Lenis Opa, schon vor vielen Jahren sogar die Namensrechte seiner Enkelin gesichert. Die Brand Leni Klum gab es also schon, bevor Leni in der Öffentlichkeit überhaupt bekannt war. Das ist so eine gottlose Scheiße. Heilige Scheiße. Warum? WTF? Lass das Kind doch einfach Kind sein. Manche vermuten bei dieser Aktion eine Art Vorsorgemaßnahme für die Zukunft der Klums, da Heidi in ihrem Alter beispielsweise immer seltener für Modelaufträge gebucht wird. Und so scheint es, als ob Lenis Karriere generell vor allem von anderen Menschen gesteuert wird und nicht von ihr selbst. Doch wie Leni eigentlich selber über ihre neue Modelkarriere denkt und ob sie auch langfristig wirklich in die Fußstapfen ihrer Mutter treten will, ist nicht ganz sicher. Etwas zurückhaltend gab Leni nämlich an, in den nächsten Jahren vor allem erst einmal Erfahrungen sammeln zu wollen. Dass ihr die Modewelt möglicherweise bereits jetzt zu anstrengend ist, beweist auch die Tatsache, dass Leni inzwischen darüber nachdenkt, einen ganz anderen Weg zu gehen. So hält sie es nicht für ausgeschlossen, eines Tages auch als Innenarchitektin zu arbeiten und die Modewelt zu meiden. Andererseits ist es auch denkbar, dass sie irgendwann einmal tatsächlich das Klum-Imperium übernimmt, das ihre Mutter und ihr Großvater mit viel Disziplin und Strenge aufgebaut haben. Zumindest aktuell kann sich die 18-Jährige das wohl vorstellen, denn in einem Interview sagte sie, dass sie gerne bei GNTM einspringen würde, falls ihre Mutter irgendwann einmal keine Lust mehr habe. Liegen die Kritiker also richtig, scheint der Plan erwartungsgemäß zu laufen. Ey, German Next Topmodel, da gibt's ja auch so viele Videos über die Skandale. Das ist so... Ich verstehe nicht, wie man da rein will, nur wegen Geld. Laufen. Modelmutter Heidi Klum präsentierte ihre Tochter jedenfalls schon zweimal im Rahmen von GNTM und sprach auch bei beiden Gelegenheiten öffentlich von Leni als ihrer Nachfolgerin. Leni, die quasi von einem auf den anderen Tag mit 16 aus einem völlig abgeschirmten Leben in die Modelwelt und somit vor die kritischen Augen von Millionen von Menschen katapultiert wurde, würde als Heidis Nachfolgerin noch mehr in das toxische Umfeld eintauchen, in dem Frauen vor allem auf ihr Aussehen reduziert werden. Heidi Klum und insbesondere die Sendung Germany's Next Topmodel werden in letzter Zeit immer häufiger sogar von ehemaligen Teilnehmerinnen öffentlich kritisiert und sogar schwer beschuldigt. Denn auch wenn Germany's Next Topmodel sich gerade seit der letzten Staffel betont modern und divers gibt, ist die Sendung aus Sicht von vielen Experten immer noch sehr problematisch und propagiert ein gefährliches Körperbild, was viel Druck auf die Teilnehmerinnen und Zuschauerinnen ausübt. Übt.
Studien zeigen immer wieder, wie schockierend heftig die Auswirkungen von Sendungen wie GNTM sind. Der Bundesfachverband für Essstörungen fand beispielsweise schon vor Jahren heraus, dass Germany's Next Topmodel für fast ein Drittel der Betroffenen von Bulimie und Magersucht eine entscheidende Rolle bei der Krankheitsentwicklung spielte. Das ist so eine kranke Scheiße und sowas wird einfach ausgestrahlt. Ich finde, sowas gehört sich einfach nicht. What the fuck? Wir haben generell schon so ein Problem mit Essstörungen in Deutschland und dann macht man extra eine Show noch damit. Warum? Die Jüngsten waren dabei erst 11 Jahre alt. Was für viele Kritiker außerdem ein großes Problem bei Germany's Next Topmodel ist, ist, dass die Teilnehmerinnen dort angeblich vorgeführt und lächerlich gemacht würden, sowie mit Knebelverträgen zu Dingen gezwungen würden, die sie eigentlich nicht machen wollen. Junge Frauen würden so teils für ihr Leben zerstört. Auch einige ehemalige Teilnehmerinnen der Show würden dort rückblickend nicht mehr mitmachen. Ich habe mich in mein Zimmer eingeschlossen, konnte nicht mehr schlafen, hatte Albträume, habe mich selber abgrundtief gehasst. Es bleibt also abzuwarten, ob Leni in Zukunft tatsächlich weiter in der Modelbranche tätig sein wird oder ob ihr Leben einen gänzlich anderen Verlauf nehmen wird, als ihre äußerst ehrgeizige Mutter für sie vorhergesehen hat. Schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Ja, ich hab gerne Kommentare. Checkt wissenswert ab. Kann da jetzt viel drüber sagen, aber ich werde, glaube ich, einfach sauer, wenn ich sowas... Ich habe schon erwartet, dass das Video genau so anfängt und so endet. Einfach, ich finde sowas so schlimm. Lassen wir die Kinder Kinder sein. Das ist einfach so.